Fatal. Das Video, fatal. Alles Kato Schuld. Was meine Schuld? Tea time like I got a cup of this shit. Tea time like golf at a quarter to six. I love the fuck on a regular bitch. Mhm. Ekelhafter. Auf was wartest du eigentlich, wenn du wieder ein Meme draus machst? Ich kann nicht mehr, Bruder. Du willst eine ernste Beziehung? Ich schwöre dir, eine, die ich lieben kann. Eine, die mich liebt, die hinter mir steht. Eine, die schöne Knöchel hat. Eine, die schöne Fußknöchel hat. Hattest du nicht vor 2 Wochen eine Freundin? Der ist gescheitert, was soll ich machen? Wie lange lief das? 2 Wochen. Ich stehe so auf Slim Fit, aber Crombie and Fitch Model. So, das ist mein Typ. Braun gebrannt, weißer Nagellack. Er sagt Gratin Models. Guck mal, und das da, oh, da ist schon und das da erste ist das Problem. Und da ist schon du das erste. Du Frauen, als wäre es ein Hotel. Du gibst Filter ein. Du hast recht. Du machst auf Conversations, klickst hier, da drauf. Sie sitzt dir gegenüber und dann fängst du an. Hallo, wie geht's dir? Guck mal, hast du auf Russisch eingestellt. Ne? Mädchen macht dir nie was falsch. Von Breitenberg und Abu gehatet. Von Breitenberg und Abu gehatet werden, Part 150 wegen meinem Outfit. Mir ist cool. Ich verstehe ja das, den Aufdruck vom T-Shirt, verstehe ich irgendwo noch. Dass es deiner Figur nicht schmeichelt, offensichtlich. Dass du das mit der Figur sagst? Was ist denn mit meiner Figur? Damn, boy! Ich bin ein bisschen fetter, Bruder. Ist anstrengend, dann ich mach kurz den hier. Ich sag weiter, Bruder. Boah, wenn ich mische, Echse, so. Was furzt du ehrenlos? Das ist mein Breitenberg ist. Bin ja Gato, ne? Den habe ich ja auch kennengelernt in der Streaming-Woche. Der ist sehr. Der ist so voll lieb und nett und so. Der ist so voll nett und lieb und Cora ist so ein Bastard. Was furzt du ehrenlos? Das ist mein Breitenberg ist irgendwo und nirgendwo, hat kein Benzin mehr an der Tankstelle. Und der Mann hat ein Problem. Und zwar, was ist dein Problem? Ich hab Durchfall, ich muss kacken, Bruder. Ich kann nicht mehr. Ich nehme mir die ganze Zeit schon Papier. Wir haben schon alles hingelegt. Ich mach gleich. Wir haben jetzt Kanister. Der ist sehr groß, ey. Oh mein Gott, 20 Minuten. Bruder, ihr hättet doch einfach hier in diese scheiß Richtung fahren müssen. Hier sind doch überall Tankstellen, Bruder. Wo kommst du jetzt? Ich kann nicht mehr. Ich bin K.O. Ich muss kacken, Junge. Warte, ich muss kacken, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Ist Kato nur Roats Freund oder macht er auch Social Media technisch irgendwas? Ich glaube, der ist Roats Kumpel halt. Die sind Real-Life-Kollegen und weil Roat keinen Führerschein hat, weil er den ganzen Tag am Kiffen ist, fährt ihn halt auch Kato öfter mal irgendwo durch die Gegend und die sind halt Real-Life-Freunde und Kollegen und ich glaube, er sitzt auch ab und zu, also er streamt ab und zu mit Roat zusammen bei Roats Account, den habe ich schon mal gesehen auf jeden Fall. Und die machen halt oft zusammen Scheiße, aber ich glaube nicht, dass er Social Media macht, oder? Es ist ein Kollege von ihm. Ich muss das Restaurant kacken, Bruder, ich wollte einfach nur nach Hause. Ey, Roat, ich kann nicht mehr, Bruder, jetzt, wenn du meine Panne hast und ich das mit dir mache, bin ich ein Hund, Digga. Ich kann nicht mehr, sein. Ich hab Bauchschmerzen. Ich muss dir Durchfall, glaube ich, Bruder, ich kann nicht mehr. Hast du Bauchkrämpfe und so? Ja, Schmerzen, ich kann nicht mehr. Ist da vorne jetzt ein Stau? Nein. Ey, da vorne ist Stau, Breitenberg. Nein, Digga. Bruder, ich bin nicht da, Diana. Nee, warte, wir müssen gut gucken. Oh! Ich kack jetzt hier weg, das ist scheißegal. Oh Gott. Ich kack jetzt hier, ich kann nicht mehr. Ich hab Bauchschmerzen, Durchfall, ich kann nicht mehr. Oh shit. Mein Bruder. Aber geiler Vibe so, oder? Vom Video irgendwie? Der Roach Moach. Er sagt zu mir, ich bin in Koblenz. Date. Bisschen spazieren, bisschen chillen einfach. Ja? Ist krass. Hab ich neu entdeckt. Hallo! Leute sagen das zu mir, dass du hochbegabt bist. Ja. Elias sagen würde. Elias Autist mit PWQ. Ohne IQ. Was ist? Leute sagen das zu mir, dass du hochbegabt bist. Ja. Elias sagen würde. Elias Autist mit PWQ. Ohne IQ. Ja, du bist so. Nee, okay, Bro, okay. Okay, Sidney. Ich sag, Sidney Friede, der ist so, der kann sich echt gut Sachen merken und so. Und der ist so, ich sag, Sidney ist Autist. Der kann gar nicht mit Menschen, der hat zwischenmenschlich, ist das ganz kranke Scheiße da zwischen ihnen und so. Ein zwischenmenschlich Hardcore, der hat gar keine Empathie. Nice. Du sitzt hier. Das ist hey, wenn wir nicht gegen YouTube gewinnen, höre ich auf mit Fußball. Was hat er gesagt? Hey, wenn wir nicht gegen YouTube gewinnen, höre ich auf mit Fußball. Und genau das meine ich.
Ich kam da in die Kabine, ne? Ich war ja bei der Auslosung. Die Teamkapitäne waren bei der Auslosung, dann kam ich so an. Dann habe ich denen erzählt, wir spielen gegen YouTube. Und die haben sich abgefeiert. Ich sag, entspannt euch, da sind welche, die können gut Fußball spielen. Wer spielt wo? Ich nehme mir ein paar zur Seite. Ich sag, kannst du da spielen? Die so, Eli, glaub mir, ich bin der Beste. Ohne Witz und so. Ich sag, ja, aber ist was anderes als Fußball-Challenges. So, richtiges Spiel ist nochmal was anderes, Bro. Richtige Spiele, die sind anders, so. Glaub mir. Ich so, ja, ich kannte von damals und so. Ich hab sie gewarnt. Und da haben wir's. Eure Abwehr war Bonus. Wir hatten gar keine Abwehr. Sind sowieso nicht so viele da, das wird gut. Bruder, ich bin ready. Ich hab Bock. Coach! Was soll denn das? Mann, jetzt muss ich hier noch laufen und so. Warum machen die so ernst? Ausfüllt, ist die Modric. Eli Geller Ultraflagge. Keine Kommentare, Digga. Why always Rissaba? Ich bin richtig ready. Warum hast du dein Handy mit auf dem Platz? Ich weiß, mein Freund. Ja. Hallo! Der Pokal der Schande. Mit seiner Scheißmütze da die ganze Zeit, ne? Sid meinte aber auch, er hat nicht getryhardet. Hat er ja auch nicht. Ich weiß nur nicht, ob ich das gut finden soll, Chat. Der ist halt nicht so. Bilo hat alles gegeben, was er konnte. Ich glaube auch, dass die anderen viel gemacht haben bei uns. Die konnten. Wir haben halt unser Bestes getan, aber es hat er nicht gereicht. Aber ich glaube auch, dass er nicht getryhardet hat. Aber genau das sage ich immer zu ihm. Ich sage zu ihm, dass du bitte tryharde, weil da gibt es welche, die wirklich ganz gut sind. Und die werden tryharden. Und dann wirst du, dann wird es halt nicht reichen, so. Komm raus! Schön! Schön! Trikotgröße 4XL angegeben, ja. Guck dir Rohat an. Original eine Minute gespielt, ein Ballkontakt und dann wieder rausgegangen. Ich habe alles gegeben fürs Team. Guck mal, wie er da sitzt. Ah, was geht ab, Melina? Na, der da gerade sitzt mit der Sonnenbrille. Ja. Wenn wir beim Basketball die Bank gewärmt. Ihr beide wart Bankwärmer, ne? Ja. Und weißt du was? Siehst du den Pokal da? Er ist trotzdem da, weil wir Macher sind. So gesehen ist das auch ein bisschen mein Pokal. Ey, du hast auch gefallen. Schlecht. Egal. Er hat einen guten Charakter. Der ist zugespielt, ja. Ich hab das ganze Schäm. Hat jemand meinen Tunnel gesehen? Nein? Ich hab meinen Job. Hat jemand meinen Tunnel gesehen? Was geht ab? Aber seht ihr das, Chat, so? Die hat das halt überhaupt nicht interessiert, dass die da verloren haben. Mein Team war mental. Die waren, das sind halt Streamer. Die hat das überhaupt nicht interessiert. Ey, du hast auch gefallen. Schlecht. Egal. Er hat einen guten Charakter. Der ist zugespielt, ja. Ich hab das ganze Schäm. Hat jemand meinen Tunnel gesehen? Nein? Zu viel, die fummeln alle zu viel. Die wollen alle zu viel. Annehmen, schießen, fertig. Die normale Bracke an der Fumm. Rohat Yachmar. Stark, oder? Das war auf jeden Fall krass. Das Rohat, das war eine Message für dich. Das heißt Esel. Da hat Coach Wanni die Kabine verloren, naja. Spielst du heute nochmal? Weiß nicht.
spielst du heute nochmal? Ich weiß nicht. Oha, gute Wahl. Du hast geschossen. Denkst du, er wäre reingehängt? Hey, Party Report! Da hinten hat's gebrennt in der Hütte. Gino, Zug oder Flitzer? Die Box wurde geklaut. Wo ist die Box? Was für eine Box? JBL. Wie sah der aus? Blau. Nein, er lügt! Du kiesst also. Ja, schwarz. Ist nicht blau, ne? Hamed! Ich wollte mich rächen! Hamed, ich wollte mich rächen! Das ist der Catering-Aufzug. Hallo. Ja. Ja. Platz. Ist eine Medaille, ist eine Trophäe. Machst du bei dir einen? Digga, das ist Digga, krass. Das ist alkoholfrei und ich hab nur so geschüttelt. Läuft der hier mit einem Bier vorbei? Nein, Digga, das ist alkoholfrei. Ich habe meine Medaille gerade verschenkt an die Zuschauer. Platz 4 geworden, sehr stark gespielt von mir. Insgesamt die Spielzeit 3 Minuten, 3 Kontakte, 1. Auch er hat geschossen. Nein. Ja, okay. Schreib nicht so alle. Ja, so. Ja, ihr habt geschossen oder er geschossen? Na, er hat geschossen jetzt. So, jetzt haben wir mal ein Problem, ne? Komm nicht zum Auto, ne? Scheiße, Mann. Keine Ahnung, hat oh mein Gott. Oder ich dachte, er ist irgendein Hund oder so. Wallah. Jetzt geht's zu einer Aftershow. Diese lockere. Einfach eins oder kühl. Ja. Hey, hör doch auf, du Victor! Richtige Traumfrau. Luzi? Chris Tutorial von Edo Spiss persönlich. Sag dir Alter, Namen, so entspannt, aber nicht cringe. Das ist das Wichtigste. Man muss man selbst sein. Aber trotzdem fokussiert. Löwenherz, ne? Nein, bin ich gut. Der DJ, Boden los, was hab ich gesagt? Geist kommt. Open up, open up, open the shield. Treat me like what it is. Schulte und Sven Meier und Tobi, danke dir sehr. Willi ist auch wirklich so, er ist so dreimal zu mir gekommen und war richtig sauer. Er war so, Digga, er ist so zu mir gekommen, er meinte, Eli, ich gehe jetzt, ich kann das nicht mehr. Und dann habe ich ihn so 15 Minuten später gesagt, Eli, dann kam er so zu mir und meinte, ey, der DJ ist der richtige, Punkt, Punkt, Punkt. Dann habe ich ihn wieder so 20 Minuten nicht gesehen und dann meinte er nochmal, dass er geht, aber er ist irgendwie nie gegangen. Er hat sich immer nur, er ist immer kurz hergekommen, hat sich über den DJ aufgeregt und ist dann wieder gegangen. Die haben sich alle über ihn aufgeregt, weil er so, keine Ahnung, er hat so komische Musik gemacht. Keine Ahnung, ich war so anderthalb, zwei Stunden auch nur da, weil er auch gefühlt Abo-Treffen war. Da waren einfach voll viele Abonnenten, die konnten sich so eine Karte halt holen. Und dann kamen halt immer so voll viele, aber so, das war doch okay. Da waren so, von diesen anderthalb Stunden waren wirklich anderthalb Stunden auch Hardcore-Schlager so teilweise. Also nur Schlager oder sehr viel Schlager, sagen wir mal so. Schlager, Techno, die ganze Zeit. Auch manchmal nur so Beats, diese so dieses, ne? Ich steh neben mir! Kato! Bitte auf mein Bild!
Im Vlog. Das war die erste Frau in meinem Leben, die ich gegrüßt habe. Ich war 25. War sie dick? Nein, ich schwöre. Ich schwöre, das war 41. Wo finde ich? Immer diese Gespräche, nachdem man irgendwo war und man sitzt dann so in irgendwelchen Zimmern oder Hotellobbys oder sonst wo und dann redet man nochmal über den Arm. Mein Leben, die ich gegrüßt habe. Ich war 25. War sie dick? Nein, ich schwöre, das war 41. Wo findet man den Fettsack? Bruder, ich schwöre, das kommt nicht im Vlog. Ich bin Todeshacker, das kommt nicht im Vlog. Bruder, Doppelpack im Leben. Wir kommen wieder. Der geht duschen. Alles unter Wasser. Alles unter Wasser. Die fette Sau. Lass mich lieben da mit dem alleine. Er ist ein kleines Kind. Und jetzt auch noch so ein Konzert. Weiter geht's nach Berlin. Ich spick die Mollen. Die haben mich gefunden, mein Pakete. Schau 59, Eros. Welcome to Nurex, Nurex Toll. Okay, krass. Everything has changed. Every day.